Hallo, liebe Schüler, herzlich willkommen zum Videounterricht Nummer 6. Unser Thema heute ist Länder und Sprachen Nummer 5 und wir üben heute Hörverstehen. So, today's lesson is Listening Comprehension. We'll practice this a lot. And the topic, as usual, is still Countries and Languages, Part 5. Du brauchst dein Heft und einen Stift, um Wörter aufzuschreiben und ein Wörterbuchübersetzer in case you need a translator in case there's any words you don't understand. But mainly you need your notebook and pen today. So one reminder, if your parents are helping you write an email or if you're writing the email with the homework yourself, please write it like this, okay? Liebe Frau John, hier sind meine Hausaufgaben Nummer 6, liebe Grüße, and then your name. So try to practice writing an email in German. I know you're still beginners, but you just have to type it off into the email. If your parents are doing it, ask them to help you. So in the end, it should look like this, please. Your name, class, and the number of the homework is up in the topic and then the text below. If this is the first video you're watching, please make sure to send me good pictures of your homework that I can read clearly. Good pictures that are clear, not only the page, all of the page, and not any words missing, please. And also make sure that I can see what homework you're sending. So you need to either write down Hausaufgabe Nummer 6, or if you're taking a picture of the printed out homework sheet, make sure not to cut off the homework number. If you're writing the homework in your notebook, which is fine and great and good practice, please label the exercises in accordance with my homework. Aufgabe 1, Aufgabe 2, Aufgabe 3, so that I know what you're sending me. Write in your notebooks and keep the homework sheets if you print them out. Okay. Show this to your parents if you don't understand it and they need to help you understand what to do. This here is very important, okay? You can show it to your parents and ask them for help. So, let's start with our lesson. Was lernen wir heute? Wir wiederholen die Fragen. Wir üben das Verb sprechen und wir üben Hörverstehen. Ich habe drei special guests für euch. So we'll revise the questions about asking about the languages. We'll talk about the verb sprechen. I'll show you how to conjugate it. And we'll do a lot of listening comprehension today. I found some people that speak German and they were so nice to record a video for me. And that way you can practice. So I have three special guests for you today. Aber zuerst wiederholen wir. Wir haben jetzt fünf Fragen gelernt, die mit Sprachen zu tun haben. So we've learned five questions that have to do with asking about languages. Try to remember which words are missing in these questions here. If you want to practice properly, then pause the video, write everything down, and fill in the gaps. Okay, bist du bereit? Hier kommt die Lösung. Welche Sprache sprichst du? Du. Sprichst du Deutsch? Welche Sprache lernst du? Wo spricht man Deutsch? And do we do this? Ah, and one more time. Welche Sprache lernst du? And you see, I have the same one here twice, but with different words that are missing. Okay, if you want to practice the pronunciation, you can just go back and repeat what I said.
Jetzt kommt das Verb sprechen. So maybe you've noticed that we ask, welche Sprache sprichst du? With an I, sprichst. But you answer, ich spreche. And that's why. Look here, this is how to conjugate the verb sprechen. Ich spreche, du sprichst, er, sie, es spricht, wir sprechen, ihr sprecht und sie sprechen. So you see, in the second and third person in the singular, there's an E. And there's an I. So German E, English I. So there are some verbs in German where the vowel changes in the second and third person. And you just have to learn that this is how it is. So du sprichst mit I und er, sie, es spricht mit I. So write this down, please. Bitte ins Heft schreiben. So write this down and make sure to also write down the headline, das Verb sprechen. And then you write down all the forms. So take your notebook, write it down. If you need more time now, please pause the video. Das ist die erste Hausaufgabe. Okay, bitte ins Heft schreiben und ein Foto machen. So, bitte ein Foto machen of this, what you wrote in your homework, in your notebooks. So now we practice the verb. Lotta sprecht, spricht, sprechen ein bisschen Mongolisch. So try to think of what is Lotta? Is she ich, du, er, sie, es? And then fill in the right form. So, die richtige Antwort ist, spricht. Lotta spricht ein bisschen Mongolisch. Lotta is she, so in German, sie spricht. Lotta spricht. Okay, wir üben weiter. Sprichst, sprechst. Sprecht du Deutsch? Was ist richtig? A, B oder C? Und es ist Nummer A. Sprichst du Deutsch? So. Sprichst, sprechst, sprecht ihr Englisch? Und die richtige Antwort ist this one. Sprecht ihr Englisch? Okay, letzte Aufgabe. Wir sprechen nicht Mongolisch. Und die richtige Antwort ist, wir sprechen nicht Mongolisch. Okay, ich hoffe, ihr könnt das Verb sprechen jetzt sehr gut sprechen. So, I hope you can say the word sprechen very well now. Alles richtig? Super. Dann kommen jetzt die Special Guests. Der erste Special Guest ist Adam. Viel Spaß beim Video gucken. Hallo, ich heiße Adam. Ich bin 23 Jahre alt. Ich komme aus Deutschland und ich kann Deutsch, Mongolisch und Englisch sprechen. So, did you understand what he said? Habt ihr verstanden? Let's see if you did. So, fill in the gap. Ergänze das richtige Wort. Adam ist Jahre alt und er kommt aus.
So try to fill in the gap. What did you hear in the video lesson? Okay, here's the solution. Adam ist 23 Jahre alt und er kommt aus Deutschland. Okay, mal schauen, ob ihr das verstanden habt. Let's see if you understood this. Welche Sprachen spricht Adam? A. Deutsch und Mongolisch. B. Mongolisch und Englisch. Oder C. Deutsch, Englisch und Mongolisch. Und die richtige Antwort ist Nummer C, Deutsch, Englisch und Mongolisch. So, jetzt kommt der Special Guest Nummer 2, Bulor. Viel Spaß beim Gucken. So now here's coming up Special Guest Number 2. Have fun watching what she's saying in German. Hallo, ich heiße Bulor. Ich komme aus der Mongolei und ich spreche Mongolische, Englisch, Russisch, ein bisschen Deutsch und ein bisschen Spanisch. So, das war Bulor. So that was Bulor talking. Habt ihr alles verstanden? Again, fill in the gaps. Bulor kommt aus und spricht Sprachen. So did you count how many languages she speaks? Try to fill in the gaps, please. Okay, hier kommt die Lösung. Here's the solution. Bulor kommt aus der Mongolei und spricht 5 Sprachen. Welche Sprachen spricht Bulor? A. Mongolisch, Russisch und Englisch. B. Mongolisch, Englisch und Türkisch. C. Ein bisschen Deutsch und Spanisch. So I'm giving you a tip, more than one answer here is correct. Okay, und die Antwort ist A und C. Bulor spricht Mongolisch, Russisch, Englisch und ein bisschen Deutsch und Spanisch. Wow, 5 Sprachen, sehr gut. Der letzte Special Guest heute ist Evgenia. Viel Spaß beim Schauen. Enjoy watching the video. Hallo, ich heiße Evgenia und ich komme aus Griechenland. Ich spreche Griechisch, Deutsch, Französisch und Englisch. Okay, das war Evgenia. And again, fill in the gaps. Evgenia kommt aus und spricht Sprachen. So, woher kommt sie und wie viele Sprachen spricht sie? Here's the solution. Hier kommt die Lösung. Evgenia kommt aus Griechenland und spricht 4 Sprachen. Welche Sprachen spricht Evgenia? Griechisch, Englisch, Russisch und Französisch? Oder B. Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch? Oder C. Griechisch, Deutsch, Französisch und Englisch? So here only one answer is correct. Und hier kommt die Lösung. Evgenia spricht Griechisch, Deutsch, Französisch und Englisch. Alles richtig? Perfekt.
So I hope you enjoyed these videos of my special guests. I'm very happy that they recorded these videos for me. I hope you learned something and to also learn a little bit how to listen to different accents when people speak German. Send me the homework, please. Also, if you have contact to other students, remind them too to send me the homework. Bitte schickt mir eure Hausaufgaben per E-Mail. Again, let me remind you, this is how I want you to write your email. Ask your parents for help if you need any. And then see you next week. Bis nächste Woche. Tschüss.